Hallo Redzone Community. Neben mir sitzt Johannes Brenner, wie man sieht, von den Unicorns. Kannst du kurz erzählen, wie lange du schon bei den Unicorns bist? Also ich habe 1998 angefangen als Spieler bei uns in der Jugend. Habe dann relativ früh auch mit dem Coaching begonnen, 2001. Und habe eigentlich alle Programme durchlaufen, die es bei uns gibt, von der Jugend, die inzwischen gestaffelt ist in die verschiedenen Bereiche. Und habe dann auch bis 2014 im Herrenbereich gespielt und dann als nur noch als Coach aktiv. Nur noch in Anführungszeichen. Man sieht, wie viele Coaches heute hier auf dieser Coaches Convention sind. Eine tolle Veranstaltung und du warst ja auch Speaker heute. Richtig interessanter und toller Weg, finde ich. Und vor allem als Urgestein Unicorn. Ihr seid ja, also wir haben euch ja schon oder Leute von euch schon oft interviewt, alle möglichen. Deswegen fand ich es mal ganz interessant, dich zu fragen, was der Kern der Unicorns ist. Warum trägst du grün? Warum bist du ein Unicorn, das schon von Anfang an? Also bei den Unicorns kommt man, wenn man Unicorns erwähnt, kommt man natürlich an Sigi Gerke nicht vorbei. Klar. Sag ich mal, wenn man über Urgesteine sprechen möchte, dann ist natürlich Sigi da ganz klar dabei. Und ich würde sagen, er hat auch jeder, der bei den Unicorns ist, auch ein Stück weit geprägt und geformt, aber auch immer genügend Platz gelassen, sich da selber zu entwickeln, war da und ist auch nach wie vor immer noch ein sehr toller Mentor, auch für mich. Und aber es ist auch beispielhaft dafür, was die Unicorns ausmacht. Gerade der feste Kern, der Zusammenhalt in allen Bereichen, egal ob bei den Flaggies, im Jugendbereich, bei den Herren, auch um die Teams drumherum, also egal ob unser Vorstand, der Eventstaff, ist alles sehr familiär und deshalb denke ich, dieses Family-Motto ist auch das, was die Unicorns ausmacht. Und wir versuchen, das einfach vorzuleben und bisher haben wir eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht. Die Leute, die das anzieht, sage ich mal, dieses familiäre, für die ist es auch was Besonderes, dazu zu gehören und werden dann da auch aktiv und das ist eigentlich das, was wir wollen. Und für jemanden, der vielleicht eher eine andere Philosophie verfolgt, denke ich, der wird dann auch nicht lang bei uns bleiben. Meistens regelt sich das dann von alleine. Also du würdest sagen, die Unicorns sind eine Marke. Eine Marke mit dem Kernfamilienthema. Ja, auf jeden Fall. Also seit wir auch jetzt unser neues Logo haben, seit ein paar Jahren, denke ich, ist es nochmal der Wiedererkennungsfaktor gestiegen. Und man sieht es natürlich jetzt immer häufiger und gerade der Bereich Social Media ist natürlich auch im Football und was das Marketing angeht ein ganz tolles Werkzeug. Und die Julia und die Lea Brenner. Sind die verwandt mit dir? Die Julia, ja. Okay, gut. Ist meine Schwägerin. Und die machen das einfach fantastisch. Das ist immer brandaktuell. Und wenn man die Möglichkeit haben möchte, mehr von uns zu erfahren, ist es eigentlich auf allen Kanälen zugänglich. Wirklich easy. Genau. Und das auch schon Jahre davor, sag ich mal, unsere Homepage war, sag ich mal, der Vorreiter für die digitalen Medien. Auch der Axel Streichelt, unser Pressesprecher, was er da immer, wie schnell der die Artikel online gebracht hat und so weiter, ist schon eigentlich phänomenal dafür, dass es eigentlich noch ehrenamtlich das Ganze läuft. Und es wird natürlich nicht funktionieren ohne das Engagement von jedem Einzelnen. Klar. Ich finde es super interessant, dass du als Coach so viel über das drumherum erzählen kannst. Also man merkt, dass ihr wirklich ineinander verbandelt seid und dass ihr zusammengehört. Finde ich ein tolles Thema. Danke für deine Aussage. Viel Spaß noch heute bei der Coaches Convention. Ich denke, auch für dich wird was Cooles, Interessantes dabei Absolut, sein. Ja. Also wir freuen uns auf jeden Fall und herzlichen Dank für die Zeit. Danke. Mach's gut. Ciao.